Bei der Andreas-Hofer-Feier in Meran wird am kommenden Sonntag ein umstrittener Gast ans Rednerpult treten. Mit dem österreichischen Extremsportler Felix Baumgartner ist dem Südtiroler Schützenbund eine Überraschung gelungen, die manche als verstörend empfinden. Baumgartner musste in der Vergangenheit wegen harter Äußerungen zur Flüchtlingspolitik Kritik einstecken. Kritik an der Entscheidung der Schützen hagelt es von der SVP. Das Hofer-Gedenken dürfe keine parteipolitische oder ideologische Farbe aufweisen. Er ist ein Mann für jede Jahreszeit. Andreas Hofer wird auch für tagesaktuelle Diskurse von seinem Sockel gezerrt. Am Hofer-Gedenktag haben große Reden Tradition. Im heurigen Wahljahr werde bewusst auf Politikeransprachen verzichtet, erklärt Schützenkommandant Elmar Thaler. Vom Stratosphärenspringer Felix Baumgartner erwartet er sich einen Motivationsschub. Dass Baumgartner wegen bedenklicher Aussagen im Kreuzfeuer der Kritik steht, irritiert den Schützen nicht. Felix Baumgartner hält sehr viele Weltrekorde. Das könnte auch einer sein, der eigentlich etwas gemacht hat, was ihm niemand zugetraut hat, wo alle gesagt haben, das ist nicht möglich, das ist nicht machbar. Und da ist ja auch schon die Parallele. Er praktisch, zu ihm haben sie das immer gesagt. Und auch unsere höheren Ziele, da wird ja auch immer gesagt, das ist nicht machbar. Thaler meint damit unverhohlen die Selbstbestimmung. Baumgartner soll also frischen Wind auf die Fahnen der Separatisten blasen. Das stört die Südtiroler Volkspartei. Ziel der Feier sei es nicht, jemanden von einer politischen Idee zu überzeugen, sondern an die Geschichte zu erinnern. Deshalb sei Baumgartner fehl am Platz. Felix Baumgartner mag ein bewundernswerter Extremsportler sein. Ich kann jedoch mit den Äußerungen, vor allem die in der Vergangenheit getätigt hat, sehr, sehr wenig anfangen. Und es ist grundsätzlich die Frage zu stellen, wen sucht man denn für so eine Gedenkfeier aus? Es ist gut und richtig, dass man sich besinnt der Werte, die unser Land ausgezeichnet haben, der historischen Entwicklung, dass man auch nach vorne schaut. Wenn es aber um sehr, sehr offen ausgetragene Sichtweisen, politische oder sogar parteipolitische Vereinnahmungen geht, dann ist das schlichtweg unangemessen. Wer das Hofer-Gedenken instrumentalisiert, banalisiere die geschichtliche Figur, unterstreicht Hannes Obermeier. Der Historiker ist Parlamentskandidat einer grün-linken Liste. Egal ob mit oder ohne Baumgartner, für Obermeier besteht die Hofer-Feier aus Agitation und Propaganda. Ich sehe ständige Präsenz der deutschsprachigen Rechtsparteien, etwa Südtiroler Freiheit, Südtiroler Heimatbund, die völlig schamlos, ähnlich wie auf den Kerschbaumer Feiern, das Gedenken an Tote für ihre jeweiligen politischen Zwecke missbrauchen. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas missbrauchen, sondern im Gegenteil. Die Gestalt Andreas Hofers kann uns auch heute noch anspornen, darüber zu sein, über das, was wir täglich machen, wie wir täglich eigentlich argumentieren. Und dann ist es, glaube ich, schon auch ein Zeitpunkt, wo man einen Moment innehält. Und da tut es nicht ganz schlecht, wenn man sich mal einen Impuls von außen holt. Welche Impulse das genau sein werden, ist selbst den Schützen unbekannt. Felix Baumgartner weilt derzeit in den USA, stand heute für kein Telefoninterview zur Verfügung. Gewiss ist, dass Hofer zum wiederholten Male vom Sockel gezerrt werden wird. Er ist eben ein Mann für jede Jahreszeit.